Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer kleinen Warnung meinerseits. Ihr seht hier meinen ersten Livestream, den ich auf Twitch gemacht habe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, aber wie gesagt, es soll ja eine kleine Vorwarnung sein, denn es lief so einiges schief, deswegen habe ich euch den Anfang einfach mal erspart, weil das wären dann... ja, mehrere Minuten Rumstellerlage und Einstellerei gewesen, die ich euch jetzt nicht zwingend noch auf YouTube zeigen wollte. Deswegen jetzt Schluss hier und ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel mega doll. Ich musste leider den ganzen Teil, wo ich das alles erklärt hatte, so schön rausschneiden, weil wie gesagt, erstens hat man mich kaum verstanden, da das Spiel wesentlich lauter war als ich in dem Moment. Und ich nicht geschnallt habe, dass die Einstellung dafür noch nicht gemacht war, aber das habe ich dann auch wieder ganz gut hinbekommen. Deswegen nerv ich euch jetzt hier ein bisschen und hoffe, euch gefällt das nochmal zu dem Spiel, bevor wir jetzt hier anfangen, dass ihr auch was darüber wisst. Das ist ein kleines, von ein paar Personen selbst entwickeltes Spiel über den RPG-Maker. Lasst mich jetzt lügen, VGA oder VGX, wie das Ding heißt, auf jeden Fall die neueste Version. Und es sieht einfach mega bombastisch aus. Das ganze Spiel ist ewig lang. Also man kann bis zu 30 Stunden daran spielen. Ich möchte auch dann nochmal den Entwickler oder den Creator eher, wie man sagen möchte, von dem Spiel wirklich mega danken. Das Spiel ist richtig, richtig nice. Aber seht es euch jetzt einfach selber an, weil jetzt ist gut mit meinem Gelaber. Und hier komme ich mit Bild und mit meiner Fresse. Viel Spaß euch dabei. Ciao! Das Spiel einfach für euch im Kleinen. Habt den Rest der Königreichs ausgeblendet. Das heißt, ihr dürft eigentlich auch warten, wo das Ding ist. Komisch doch. Ja, ihr seht es oben rechts in der Ecke genau. So, die Szene können wir mal kurz bearbeiten. Dann mache ich das für euch einfach mal. Euch das einfach mal richtig schön groß und auch was von habt. So, zack! Das ist doch perfekt! Also geht's nicht, oder? Was meint ihr? So, na dann lasst uns einfach mal spielen. Ach, ist das schön! New Game! Wir möchten natürlich erstmal im normalen Modus spielen. Also man muss es ja am Anfang nicht übertreiben, wa? Raus mit der Maus, die braucht keine Sau. So. Ich sehe gerade nichts. Gut, warum sehe ich nichts? Wahrscheinlich muss das Fenster offen sein. Ja, es muss offen sein. Ich wusste es doch. Alright, I start with this song. Ach, und Leute, es ist wirklich schön. Zum Springen drücken. Machen wir mal. Wir können springen. Wahoo! Wahoo! Und schweben können wir auch, indem wir gedrückt halten. Okay, probieren wir erstmal. Yay! Das sieht einfach phänomenal aus. Ich meine, Leute, ihr müsst euch wirklich mal in Gedanken rufen. Dieses Spiel hat jemand einfach mal mit einem RPG-Maker gemacht, mit einem kostenlosen Programm, was ja wirklich, sagen wir mal, einiges an Zeit und ja, auch intensive Einarbeitung braucht, damit man richtig reinkommt, damit es richtig funktioniert und dafür sieht es wirklich mega geil aus. Ich hoffe, dass die Quali bei euch halbwegs okay ist. Wenn nicht, schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe hier mein cooles iPhone. Da ist der Chat und da kann ich gucken, wenn irgendwas ist. Und werde euch natürlich auch nach Gegebenheit antworten. Aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. Das, weswegen wir da sind. Zack. Das haben wir geschafft. Zweimal nach unten, um nach unten zu kommen. Gucken wir mal hier runter. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen? Nein, haben wir nicht. Aber hier kommen wir auch wieder nicht hoch. Also müssen wir hier zurück. Zack. Zack. Zack.
und runter. Weiter geht's. Zum Menü. Drücken. Hey, cool. Hier sehen wir unsere ganzen Punkte, unsere Health Points, Mana Points und unsere Spezialpunkte. Ja, momentan sind wir ausgestattet mit The Maiden Rod, also mit diesem netten Stab hier. Hier sehen wir unsere Statuswerte. Angriff 12, Verteidigung 6. Ansonsten Critical Hit Power 150. Ja, das ist schon ordentlich. Settings brauchen wir nicht, das habe ich vorher alles schon konfiguriert. Also das passt. Also irgendwas funktioniert heute, nämlich das Spiel. Ich hoffe wirklich, es gefällt euch. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was habt und vor allem, wenn ihr mir verraten könnt, wie ich das Ganze hier ein bisschen besser machen kann. Wie gesagt, das ist mein erster Stream und ja, sonst findet ihr mich auf YouTube und oh Gott, Leute, ich bin doch total geil. Ihr sollt den Stream hier gucken und wisst noch nicht mal, wer ich bin. Hey, ja, machen wir das einfach während des Spiels. Ich bin FuelLP und ich muss X drücken zum Angreifen. Zack, so, damit haben wir den ersten Gegner besiegt. Und haben kaum Schaden genommen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, ich bin Let's Player auf YouTube. Ihr könnt mich sehen unter www.youtube.com/user oder einfach /FuelLP1, da mir jemand unglücklicherweise FuelLP geklaut hat als Domain hin, obwohl der Typ noch nicht mal FuelLP heißt. Aber egal. Aber ich glaube, ich sollte mein Mikro ein Stück lauter stellen, da ich gerade merke, dass der Stream bzw. ich ein ganzes Stückchen leiser bin als die Musik. Deswegen wartet mal kurz einen Moment. Zack. Das Mikrofon bitte. Davon hätte ich gerne mal die Eigenschaften. Den Pegel, der steht aber schon auf 99%. Das heißt, ich mache mal kurz den allgemeinen Ton etwas leiser, damit ihr mehr von mir hört und nicht nur vom Spiel. Wäre ja gelacht. Oh, ja. Tja, Mixer bitte. Jo, das ist im Allgemeinen ganz gut. Lautsprecher ist relativ niedrig. Das ist auch ganz niedrig. OBS können wir höher setzen. So, also wenn es noch zu niedrig sein sollte, müsst ihr mir einfach Bescheid sagen. Ich blende immer wieder das Spiel aus, weil ich der vollkommene Profi bin hier. Wisst ihr ja, also. Ne? So, holt. Hey, das klappt ganz gut. Und wie lange soll man das machen? Ach, ich hab keinen Bock auf dich. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Das können wir einfach kaputt schlagen. XX und hoch und X zum Schlagen oder XXX hoch und X zum Schlagen. Ja, sehr schön, da kommen Kombos bei raus. Ja, komm! Ja, so können wir uns ducken und schlagen. Und noch ein bisschen Health Points aufbauen. Na da! Hey, Handy, nicht ausgeben. Ich muss das sehen, wenn mir hier irgend so ein komischer Typ schreibt. Nein, bleib da! Ja, Mann. Hypermode. Dumm. Yay! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Zack! Alter, bin ich schnell! Wie heftig! Wow, das ist echt nicht übel. Da bekomme ich nochmal Health. Wuhu! Hab wieder volle Lebenspunkte und wir haben den ersten Teil der Stage geschafft. Und hört euch einfach mal diesen fantastischen Soundtrack an. Also man kann den Entwickler bzw. den Creator von dem Spiel einfach nur... Ja, ein ganz herzliches Lob aussprechen. Ich kann echt nur sagen, es ist richtig top, es ist richtig geil. Es ist eins der besten Spiele in der Art, die ich gesehen habe. Und natürlich speichern wir jetzt erstmal. Zack, Playtime, 5 Minuten.
So, zurück. Und hier geht's zur nächsten Stage. Hier kommen wir nicht weiter. Rimu, this Keke is surprising strong. I can break it right now. Okay, dann wissen wir Bescheid. Das heißt, wir müssen erstmal mit dieser Stage weitermachen. Kriegen wir ja wohin, oder? Finish the stage. Forest of Magic, Stage 1. Ach, genial. Einfach wirklich genial. Ich habe selten so viel Lob über ein Spiel verloren wie über das wahrscheinlich gerade. Aber ganz ehrlich, wenn man sich mal reinzieht, das Spiel ist kostenlos. Das hat eine Person gemacht, wahrscheinlich. Beziehungsweise haben wirklich nur ein paar Leute in ihrer Freizeit gestaltet, dieses Spiel. Und dafür, ich meine, es hat Controller-Support, es hat super Grafik, es sieht richtig klasse aus. Und wir können gerade unseren Rage-Mode nicht aktivieren. Nein, 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 komm! Zack! Ja, wir haben's. Wie hoch wollen wir? Da haben wir nichts. Aber hier können wir noch aufhören. Genau, zack. Noch ein Kampf. Zack, komm! Ah, nein. Ja, den einen haben wir aus dem Flug geholt. Der heilt sich so ein Scheiß. Komm! Jawohl. Das haben wir geschafft. Noch den Coin organisieren. Da haben wir noch Heilung. Nächstes Abteil. Absolut geil. Ich könnte hier gerade echt nur von dem. Konnte ich gerade hier hoch? Nein. Oh, was ist das? Halleluja. Also ich habe ja schon viel gesehen, aber mich anspuckende Pflanzen? Ja, yeah, genial. So, hoch mit uns. Ah, nein, hier komme ich noch nicht lang. Yeah, und eine Kiste. Und wir haben noch mehr Coins. Ach so, hier brauchen wir nicht lang. Ah, nein. Oh Mann, schnell den Heiltrank nehmen. Komm, ganz schnell. Zack. Puh. Ja, eine haben wir. Zack, komm. Und die nächste. Perfekt. Leute, schreibt mir doch wirklich einfach mal in die Kommentare, wie gefällt euch dieses Spiel? Ich kann wirklich nur sagen, es ist richtig genial. Mal gucken, vielleicht spielen wir es sogar durch. Oh Mann, ein neuer Abschnitt. Zack! Ja Mann, den haben wir. Oh mein. Oh Gott! Du bekommst mich nicht so leicht. Sehr schön. Nächster Abschnitt. Oh Gott. Hab ich noch nicht gemerkt. So, jetzt aber schnell. Ja. Perfekt. Und wie schnell das Spiel einfach auch läuft. Da unten ist noch ein Gegner.
Sehr schön. Puh, so, dann gucken wir mal weiter hier. Da ist noch ein Heiltrank. Sehr schön. Jetzt ein paar Hartbomben, die gehen von alleine weg. Oh Mann, das ist knapp gewesen. Schwein gehabt. Der war echt nicht übel. Und? Ja, damit sieht es doch fast aus, als hätten wir es geschafft. Was ist das? Ah, noch mehr Gegner. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich so einfach hier durchkomme. Oh Mann, der da oben geht den ganz schön auf den Sack. Zack, komm. Letzter Schlag. Oh Mann. Der trägt halt ganz schön am Rad. Yeah. Oh Mann, hier geht's los. Au! Puh, nochmal ein bisschen Heilung bekommen. Mal kurz gucken, nicht, dass irgendjemand das wollte. Nein, noch nicht. Na gut. Wie gesagt, ich spiele hier sowieso einfach zum Spaß. Das ist einfach richtig schön gerade. Ich streame hier zum ersten Mal und ja. Oh. Haben wir etwa das Ziel erreicht? Schon? Was kommt jetzt? Oh Gott! Was bist du denn? Ah! Elfen! Was sind das denn für bitte Gegner? Aber ziemlich krass! Die scheinen schon eine ganze Ecke mehr zu halten. Oh, was jetzt? Noch mehr! Diese Feen sind so nervig! Überlass sie mir! Hä? Wer? Hä? Oh. Scheiße! Was zum... Rimio, thanks Marisa! I owe you one. Oder für alle, die kein Englisch sprechen, danke Marisa, ich schulde dir was. Was tust du hier, Rimio? Du unterstützt die Organisation heute Nacht. Party! Woo! Die Party ist gecancelt. Ich habe etwas Wichtigeres zu tun. Nimm dich in Acht, nimm dich in Acht jetzt. Ich verstehe. Du lädst was? You're going to investigate those Kekkes, huh? It seems there are thousands of them all over the Gänse. Ach, ich kümmere mich um die Kekkes. Ja. Mach ich. Manchmal. Immer. Siehst du ja. Mach ich ja. Ach nee. Herrlich. Oh ja, aber ich kann diese Lilan nicht zerbrechen. Nur ein starker Yukai kann dies. Ich habe solch eine Macht geholfen. Das könnte vielleicht helfen. Vielleicht. Oh Gott. Oh, Wandering Soul. Passend zum Namen. What do you think? Also was denkst du? I never seen a soul like this before. An Artikel Soul? Ich habe solch eine Seele noch nie vorher gesehen. Ist das ein Seelenartefakt? Ich denke, vielleicht kannst du seine Power gebrauchen, um die Kekkes zu brechen. Probieren wir es aus. Lass uns probieren. Marisa ist jetzt bei uns. Wir können sie mit links oder rechts, also mit Mip oder Mip, können wir sie jetzt jederzeit dazu holen. Sehr schön. Depending on your weapon, its level, you can use different special skills. Oh. Das heißt, abhängig von unserem Level können wir verschiedene Skills nutzen. Wir können diese dann im Menü, also hier, ganz einfach nutzen. Hier sehen wir schon, hier haben wir Marisa auf Level 2 und Remu, also mich, auf Level 3. Wir können dann jederzeit zum Beispiel sagen, hier, die gute auswählen und dann
einfach mit ihr spielen. Sehr schön. Stage clear. Wir haben diese Stage abgeschlossen. Sehr schön. So. Und zack. Hey. Es funktioniert. The power of soul is impressive. Also die Macht dieser Seele ist beeindruckend. Ich kann die Präsenz dieser Seele spüren. Sie ist nah. Let's find them. We can break all that. Entschuldigung? Habt ihr jetzt nicht gesehen oder gehört? Ach nein. Dann lasst uns mal weitermachen. Wenn ihr wollt, ich kann das auch gerne mal als Let's Play auf meinem Channel machen. Wie gesagt, den Link zu meinem Channel setze ich auf jeden Fall noch unten in die Beschreibung rein bei mir im Channel hier. Auf Twitch und ja. Werde das Ganze natürlich verlinken und dann später vielleicht einzeln nochmal anfangen. Also ich finde das Spiel wirklich genial und ich hoffe, es gefällt euch auch. Okay, weiter geht's mit der nächsten Stage. Sofern ihr wollt. Stage 2, Forest of Magic. Erstmal kurz. Mal kurz was trinken. Prost auch. Schweiß, Schleichwerk. Cola. So, na dann wollen wir weitermachen. Start Stage. Forest of Magic, Stage 2. Dann wollen wir mal. Und gucken mal, ob wir weiter so gut sind. Das Level-Design einfach wirklich. Oh nein. Jetzt können wir einfach mal probieren. Ah nein, können wir gerade nicht wählen. Verdammt. Oh Gott, da sind noch mehr von denen. Ah, nein. Es war zu spät. Erstmal um dich kümmern wir uns hier jetzt. Zack. Natürlich, jetzt wo wir hochgehen, geht sie runter. Na, komm. Ja. Das haben wir. Und sogar noch ganz gut überstanden. Jetzt muss ich einfach mal noch eine Weile standhalten, bis die weg sind. Oh Mann, ist das nervig. So, sie sind weg, wir können. Oh nein, 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 nein. Ah. Oh Mann, sind die Teile nervig. Gelöst hätten, denke ich mal. Können wir irgendwie crouchen? Ja, hier kann ich dann hin und her wechseln. Okay. Spielen wir mit ihren Wünschen weiter. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, warum nicht? Ist einfach genial animiert. Ich finde das richtig genial. Guck mir mal. Sie schlägt mit ihrem Besen zu. Wie geil ist das denn? Zack! Wunderbar. Das ist geil. Die hat's echt raus, die Gute. Aktivieren wir mal ihren Rage Mode. Zack! Einfach mega. Die hält es einfach mega geil drauf. Zack.
Nein, jetzt müssen wir aufpassen. Ich hab's etwas übertrieben gerade. Nein! Ach Gott, jetzt habe ich einfach nicht aufgepasst. Ah, nein, schade. Schade, schade, schade. Das tut mir jetzt echt leid. Die Arme. Ich kann sie jetzt auch nicht auswechseln. Ah, jetzt ist sie wieder da. Natürlich geschwächt, aber sie ist wieder da. Vielleicht spielen wir einfach mal ein bisschen mit ihr. Sie muss ja am Level auch noch steigen. Da oben ist eine Truhe. Und eine ja, hier gibt's Versteck. Wie geil ist das denn bitte? Ein Ring. The Movement Ring. Wie geil ist das denn? Hier gibt's sogar noch verstecktes. Was? Rimio erreicht Level 4. Echt raus. Nein! Schwängert. Aber es wird echt immer härter, also um Himmels Willen. Also nicht, dass ich denke, das Spiel ist leicht. Ich meine, gegen meine Pro-Gamer-Skills kann natürlich niemand ankommen. Also das steht ja schon fest. Also da brauchen wir uns ja nicht mehr drüber unterhalten. Sehr schön. Die bauen mir natürlich jetzt alle zu. Zack! Den ersten haben wir. Nummer 2. Mal etwas taktischer vorgehen hier. Ich hab gehört, das soll helfen. Zack, genau. Damit haben wir den Guten auch. Ist jetzt auf jeden Fall Level 3. Wie ihr seht, wir steigen auch jedes Mal im halben Level. Können wir hier sehen, wenn ich jetzt hier gucke. Angriff 13. Angriff 15. Auf jeden Fall, wir steigen gut im Level. Defense 8. Da hatten wir, glaube ich, irgendwas mit 12 und 6. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann kriegen wir also pro Level jeweils einen Punkt dazu. Remio, ist das nicht. Kerno. Primo. Ich möchte mit Zerno spielen. Ich bin beschäftigt. Das geht vor. Vielleicht ein andermal. Zerno möchte helfen. Lass uns das zusammen machen. Okay, das ist mies. Du bist nervig. Oh, das Yukai-Mädchen. Ich hab dich das letzte Mal schon besiegt. Ich hab dir erzählt, ich bin menschlich. Und das war viel zu leicht für dich. Zu schade. Zerno ist verärgert jetzt. Ich möchte helfen. Ich sagte, wir brauchen keine Hilfe. Gar keine. Oh Mann, jetzt müssen wir auch noch gegen sie kämpfen. Ah, nein. Oh Mann, machen wir überhaupt Schaden? Also ein Leben haben wir ja schon abgezogen.
Oh nein. Du bist dran. Komm. Oh, verdammt, noch eins. Komm, wir haben sie doch bald. Nein, ich spring natürlich genau rein, ich Depp. Eng, Leute, es wird mehr als eng. Nein, 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 komm schon. Ah, verdammt. Sie hat sich in der Zwischenzeit aber schon wiederholt. Aufpassen. Nein! Nein! Sie hat uns! Nein! Oh, Scheiß! Nein! Verdammt nochmal! Oh Gott, Leute. Na ja, gut, okay. Es ist mittlerweile schon wirklich ein ganzes Stückchen. Ich wollte euch hier bloß wirklich mal einen kleinen Einblick geben. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, ich werde es jetzt auf jeden Fall als Let's Play bringen. Ich werde gucken, wie ich das takte, was ich eintakte. Und naja, vielleicht wird es auch ziemlich bald. Ich hoffe es. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, euer FuelRP. Vergesst nicht, bei mir im Kanal vorbeizuschauen. Wie gesagt, www.youtube.com/FuelRP1. Oder auch einfach auf YouTube kommen, suchen, FuelRP, mich abonnieren, wenn euch das Spaß gemacht hat. Schaut einfach mal vorbei, schreibt mir die Kommentare hier oder bei Facebook. Findet ihr mich auch unter www.facebook.com/FuelRP oder Twitter, genau dasselbe. Ich wünsche euch noch einen herzlich besten Abend. Bis dahin, man sieht sich vielleicht wieder mit demselben Spiel oder einem anderen. Ich freue mich schon, euer FuelRP. Auf Wiederschauen und reingehauen.